Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video vom Fernbus-Simulator. Wer von euch kennt denn noch den Rabbit? Niemand? Okay, dann sollten wir das mal ganz schnell ändern. Denn der war sogar so freundlich und hat mir einfach den Fernbus-Simulator geschenkt. Sogar in der Platinum Edition. Also echt krass, danke nochmal an der Stelle. Und wer ihn noch nicht kennt, das ist der, der auch mal das Feuerwerk für mich gebaut hat. Echt cool. Schaut mal gerne bei ihm vorbei. Der Link ist oben in der Beschreibung. Also, wenn ihr es nicht vergessen habt. So, auf jeden Fall war die Bedingung, dass ich besser fahre als Paluten. Und da habe ich mir gedacht, probier es einfach mal. Also, einmal Spiel starten. Jetzt wollen wir natürlich eine Karriere. Flixbus, ja, würde ich sagen, machen wir. Dann ist die Frage, wie funktioniert das hier? Neue Route. Dann kann ich mir jetzt quasi aussuchen, von wo bis wo, oder wie? Dann fahren wir mal hier los, von Köln. Von Köln nach Wiesbaden. Das sind ungefähr 2 Stunden 30, also 205 Kilometer. Ist doch ganz cool. Express. Jawohl, ich will ja nicht dauernd anhalten. Routennummer kann ich mir auch selber aussuchen. Ja, geil. Nehmen wir einfach mal die 8. Dann gehen wir mal auf Speichern und fahren jetzt hier unsere eigene Route. Genau. Einmal weiter. Wir fahren erstmal hier mit so einem Standard-Flixbus. Irgendwann gibt es auch noch richtig geile, wie die großen hier. Aber wir nehmen heute erstmal den normalen Standard-Flixbus-Wagen. Also einmal Spiel starten, realistisch, Zeit 10 Uhr, Wetter top. Systemzeit? Ey, wie geil. Wir können einfach die Systemzeit nehmen. Jetzt seht ihr genau, wann ich aufnehme. Lol. Also einmal Spiel starten. Hier ist unser Bus. Schickes Ding. Da steigen wir jetzt mal ein. Einmal öffnen die Türen. Schöne Gegend hier. So, bisher haben wir noch keine Gäste drin. Aber das ist ja klar. Das heißt, einmal einsteigen und nicht vergessen, besser fahren als Paluten. Stimmt, die Zielanzeige können wir auch schon mal anmachen. Einmal Klick. Jetzt haben wir hier Nummer 8 nach Wiesbaden, genau. Dann möchte ich, genau, die Türe einmal schließen. Dann einmal auf den Fahrersitz. Und jetzt können wir losfahren. Der Navi ist schon eingestellt. Und jetzt, Motor an. Jawohl. So, Parkbremse lösen. Let's go, wir fahren los. Wohin müssen wir jetzt? Hier wenden oder wie schaut's aus? Ich denke mal, wir sind hier richtig. Falls nicht, dann werden wir es merken. Erstmal müssen wir jetzt nach Köln fahren. Also eigentlich nur um zwei Ecken. Denn wir sind ja quasi schon in Köln. Und genau, dann müssen wir nach Wiesbaden. Wir fahren einmal, blinken nicht vergessen. Denn wir sollen ja besser fahren als Paluten. Leute, ich muss raus. Ich muss raus. Der lässt mich, glaube ich, durch. Dann nehme ich das doch gerne an. Einmal hier ein bisschen durchschlängeln. Ist zwar eng, aber ist zu machen. Dann hier einmal lenken wie ein Elch. Ja, Bordstein ist egal. So, weiter geht's. Noch fährt der Bus. Die Betonung liegt auf noch. So, da ist Stau. Das ist ja mega geil. Mein Gott, ich hab doch nicht bis morgen Zeit. Ach komm, wisst ihr was? Ich überhole hier einfach mal. Das dauert mir ein bisschen lang. Einmal so. Ja, passt doch. Einmal hier an den anderen vorbeiziehen. Oh shit, da war die Polizei. Naja, hat keiner gesehen. Wir müssen hier rein. Einmal lenken. So, Leute, alles gut. Bisher noch kein Unfall. Da soll mal einer meckern. Hier muss ich rechts. Einmal so. Da ist die Rheinbrücke. Wie cool. Und der Dom. Das ist ja cool. So, jetzt müssen wir nochmal nach rechts. Blinken. Nochmal richtig schön assi hupen. Ach komm, ich warte doch hier jetzt nicht ewig. Das macht man so. Einmal ein bisschen abkürzen. Ich meine, besser fahren als Paluten tue ich ja schon. Weil ich ja wenigstens keine Unfälle habe und mich bisher noch nicht blitzen lassen habe. Ein paar Sekunden später. Ach kacke, ich wurde geblitzt. Glückwunsch. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren am Ende entscheiden, ob ich besser war oder schlechter als Paluten sonst. Also, ja, ich bin gespannt. Bin ich jetzt schon da oder wie schaut's aus? Noch ein Kilometer. Mal gucken, wie es ausschaut. Aha, da muss ich hin. Und jetzt, schon besser. Einmal wieder Vorwärtsgang und dann schön da reinfahren. So. Ja, Bordstein ist egal. Wird schon gehen. Einmal da rein. Und jetzt,
Checke die Fahrgäste ein. Jawohl, mache ich. Einmal wieder rein in den Bus. Dann stelle ich mich mal hin hier und mach mal die Türen auf. Genau. Da sind sie auch schon, die Fahrgäste. Moin. Hallo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich muss mich erst einloggen. Moment. Jawohl, da stimmt. Auf geht's. Dann einmal Hallo. Die hier. Wo will die hin? Nach Wiesbaden. Jawohl, das Danke stimmt. Sie. Dann, Mahlzeit. Wo will er hin? Bitte sehr. Nach Oberhof? Nee, das ist leider falsch. Dann wäre schon Rolle. Praktisch, wenn ich mein Gepäck nicht in den Bus nehmen müsste. Ach komm, heul doch leise. So. Ach so, jetzt haben wir die auch gleich geöffnet. Ja, ist cool. Dann, warum nicht? Hello? Jetzt Könnt die hier. Ein Ticket Wo will die kaufen? Hin? Ach, die möchten ein Ticket kaufen. Ja, natürlich. Einmal nach Wiesbaden. A, B, C, D, E, F, G. Zack. Genau. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ciao. So, er Sie hier. Wollen bestimmt mein Ticket sehen. Nach Wiesbaden. Jawohl, passt. Dann er. Fahren Sie in meine Richtung? Nein. Ach, leider nicht. Jetzt. Dann die Echt? Frau da. Das Ticket nach Wiesbaden, das stimmt. Grütze, hier ist Ja, Grütze. Ja, das ist richtig. Okay, dann nicht. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Ach so, ja, dann mach das mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Gepäckluken wieder zu. Die Türe da genauso. Einmal schließen. Können wir zwar auch von vorne machen, aber wir machen es einfach mal manuell. So, vorne auch. So. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Ich habe mich entschlossen, besser zu fahren als Paloten. Das heißt, Sie sind hier in guten Händen. Nein. So, einmal auf den Fahrersitz. Zack. Genau. Und jetzt geht es los. Nach Wiesbaden. Leute, gute Fahrt. Einmal muss ich hier rum. Was ist denn mit dem WLAN los? Ja, das weiß ich auch nicht. Wie geht denn das? WLAN. Hier. Zack. So, Leute, weiter geht's. Einmal rein. Und wir fahren weiter mit WLAN, dass die Gäste auch zufrieden sind. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich hoffe mal, wir kommen gleich auf die Autobahn. Denn ich wollte jetzt eigentlich schon ein bisschen schneller fahren. Mein Nagel ist angerissen. Ja, heul leise, Digga, dein Nagel. Och Gott, hier ist Kopfsteinpflaster. Mein Lenkrad rastet aus. Jawohl, ich muss einmal rechts. Ich hätte mich natürlich schlauerweise auch rechts einordnen können. Aber wir haben es halt einfach mal gelassen. Jetzt haben wir noch genau 200 Kilometer vor uns. Von Köln nach Wiesbaden. Dann fahren wir hier einmal ganz gechillt unter dem kleinen Tunnel durch. Schöne Gegend hier. Ist ja auch Köln. Einmal Gas geben. Da muss ich jetzt gleich rechts. Ich kann schon mal blinken. Und hoffen, dass mich einer vorlässt. Ich kann mich einfach mal vormogeln. Einmal. Och Gott, jetzt ist er da. Was willst du denn hier? Hallo erstmal. Ich schummel mich einfach mal hier vor. So. Genau. Passt schon. Dann. Hier einmal rechts. Zack. Jawohl. Da muss ich einmal rechts. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt komplett blöd bin, aber ich glaube, ich bin im Kreis gefahren. Einmal hier über die Brücke. Und wo muss ich dann hin? Aha. Jetzt einmal nach links. Machen wir. Da war sogar grün. Hier ist eine Vorfahrtstraße. Das heißt, ich habe Vorfahrt, ne? Nicht, dass das jemand hier falsch versteht. So, und hier muss ich einmal nach links. So. Genau. Dann noch ein bisschen geradeaus. So. Ungewohnt, wenn alles Kollision hat, nicht? Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. So, einmal. Gas geben. Tanken müssen wir eigentlich nicht. Falls doch, werden wir es merken. Könnten Sie mal das WC freischalten? Das WC? Ich bin hier gerade auf einer Autobahn. Das ist eigentlich ungünstig. Naja, gut. Kriegen wir hin. Einmal WC. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Hier. So, schnell wieder in die Ansicht. Jawohl. Das hätten wir. Ein paar Sekunden später. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Digga, ich hab doch gerade freigeschaltet. Was wollt ihr alle? Nochmal. WC. So, jetzt aber einmal wieder raus. Noch fahre ich. Wer weiß, wie lange. Da ist auch schon die Autobahn. Das ist ja toll. Da kann man nämlich richtig schnell fahren. Und schnell fahren heißt natürlich auch, dass wir bald am Ziel sind. So zumindest der Plan. Es kann natürlich auch alles anders kommen. Aber wir werden es rausfinden. Einmal Gas geben. 100 dürfen wir fahren. Ob der 100 kann, ist die Frage. Ich denke mal, der hat auch, wie alle anderen Busse auch, eine 80er-Plakette, oder? Nee, tatsächlich nicht. Oh, hoppala. Entschuldigung. Entschuldigung, kann passieren. Du hast was verschüttet. Ja, das tut mir leid. Da ist der Kollege. Moin. Ich bin schneller. Mein Fernbus. Flixbus.
Ja. Und solange ich hier fahre, sind auch alle in guten Händen. Nein. Nochmal ein kurzer Rückblick. Tatsächlich nicht. Oh, hoppala. Entschuldigung. Entschuldigung, kann passieren. Jetzt fahren wir schon 102 km/h. 103 sogar schon. Ja, ist doch cool. Jetzt geht's bergauf. Da verlieren wir eh wieder Geschwindigkeit. Da brauchen wir den Schwung. Jawohl. Hier eine leichte Rechtskurve. Den LKW noch schnell überholen. Mein Gott. Und jetzt können wir hier auf der Geraden schön rollen lassen. Mit 100. Das ist doch cool. Ey, wir werden überholt. Das mag ich aber gar nicht. Ob wir den noch eingeholt kriegen? Wir können es ja mal probieren. So, ich komme. Hä? Leichter Unfall. Ach, was ein Sorry, Leute, ich muss kurz drehen. Achtung, alles gut. Alles gut. Hier entsteht, glaube ich, gerade ein kleiner Stau. Nein, doch. Aber doch nicht etwa von mir. Einmal wieder reinsetzen. Und jetzt geht's weiter. Nichts passiert, Leute. Nur ein paar kleine Startschwierigkeiten. Ach, hier muss ich raus. Ja, gut zu wissen. Dann macht euch mal vom Acker. Hier komme ich. Jawohl. Passt. Dann einmal hier. Den anderen hinterher. Blinker wieder aus. Und dann geht es weiter geradeaus. Mal gucken, wo wir landen. Aha, nach Wiesbaden einmal rechts abfahren. Das machen wir. Einmal blinken. Dann geht's hier die kleine Spirale nach oben. So, komm, fahr. Genau, und hier ist, glaube ich, schon die nächste Autobahn. Warum nicht? Nach Wiesbaden. A63, wunderbar. Dann geben wir auch mal ein bisschen Gas, um auch pünktlich anzukommen. Aber ich glaube, pünktlich werden wir eh sein. Wir sind ja relativ flott unterwegs bisher. Ey, sag mal, bist du blind oder was? Ich bin zu jung zum Sterben. Ja, halt's Maul, ich doch auch, Digga. So, da fährt ihr mir einfach davor. Der hat auch einen Führerschein im Lotto gewonnen. So, jetzt aber hier einmal auf die rechte Spur will ich. Genau, und weiter geht's. Wir sind schon in der Innenstadt. Das ist ja ganz cool. Einmal ein bisschen abbremsen. Ja, alles unter Kontrolle. Hier noch ein bisschen dran vorbeifahren. So. Und hier warten wir einfach mal ganz brav an der Ampel. Da ist sie, die Ampel. Und die ist rot. Das heißt, wir fahren natürlich nicht. Leute, grüner wird's nicht. Genau, einmal fahren. Noch 4 Kilometer haben wir vor uns. Das heißt, wir sind gleich da. Leute, wir sind gleich da. So, fabelhaft. Hier einmal nach links. Leute, macht mal Platz. Ich muss hier nach links. Dann nochmal nach links. Blinken habe ich jetzt einfach mal ganz aus Versehen vergessen. So, hier muss ich nach rechts. So, einmal nach rechts, jawohl. Hoppala. Ist so. Die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach immer alles mit, pünktlich. Was nicht ausweicht? Das ist ja kaum zu glauben. Ja, ich bin halt ein guter Fahrer, deswegen bin ich pünktlich. So, Wiesbaden freigeschaltet. Ja, geil. Einmal aufstehen. Dann mache ich die Türen einfach mal manuell auf. So, zack. Leute, war das nicht eine... Wo sind sie denn jetzt alle hin? Ach so, die wollen ihr Gepäck noch haben. Einmal öffnen. So. Dann war es das auch schon mit der ersten Folge vom Flixbus-Simulator. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder einen Kommentar schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. So, Freunde, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten. Da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.